Was? Rein. Bist du aufgeregt? Ja. Rein. Hallo aus Tübingen. Wir haben heute gefrühstückt gemütlich heute Morgen und ich habe jetzt noch ein bisschen was für die Uni gemacht, weil ich muss am Dienstag so eine Präsentation halten. Also nichts Schlimmes, aber das muss ich halt irgendwann machen. Und jetzt gehe ich noch gleich mit meiner Schwester nochmal auf den Neckar, weil das Wetter ist eigentlich ganz schön. Und wir gehen nochmal ein bisschen Stand-Up-Paddeln und dann gehe ich heute Abend wieder nach Stuttgart und dann sehe ich Marie endlich wieder. Wir sind auf dem Weg jetzt wieder nach Stuttgart. Zum Glück fährt mich meine Schwester. Ganz lieb von ihr. Richtig cool. Und jetzt kommt, sehe ich auch Marie endlich wieder, weil die fährt jetzt, glaube ich, auch. Die wird auch gefahren, weil die so viel Gepäck hat. Oh. Ist irgendwie sau laut hier drin. Kommt mir so vor. Kann das sein? Wir sind jetzt eigentlich schon hier in Stuttgart, aber ich wollte unbedingt meiner Schwester hier noch zeigen, diese coole Aussichtsplattform, die ich letztes Mal schon hier im Dunkel gezeigt habe. Und gebt euch mal diesen Blick. Ich bin bei Marie. Yay. Und das Erste ist, ich habe mich sofort ins Bett gekuschelt. Ja. In meiner Wohnung ist eigentlich immer ein bisschen kalt. Vor allem der Boden ist so kalt. Entschuldigt, dass ihr mich die letzten Tage noch nicht so viel gesehen habt, beziehungsweise gar nicht eigentlich. Ich hatte daheim noch super viel zu tun, weil wir so am Ausräumen ein bisschen sind. So, was ich schon erzählt habe, alte Spielsachen und solche Sachen. Und deswegen war ich ein bisschen beschäftigt und konnte nicht wirklich vloggen. Jetzt bin ich wieder zurück in meiner WG in Stuttgart. Mittlerweile ist auch schon 10 vor 12. Ich war heute Morgen schon einkaufen und Alex und ich haben uns was beim Bäcker zum Frühstücken geholt und saßen draußen und haben gegessen, weil ich nichts hier hatte. Und jetzt ist schon die erste Waschmaschine an. Ich muss nachher aber noch mehr Wäsche machen, weil da noch ein riesen Wäschehaufen auf meinem Boden liegt. Da muss ich meinen Koffer auspacken. Ich muss hier dringend abstauben. Ich möchte Sport machen und ich möchte ein Video drehen und das dann auch schneiden. Also ihr seht, ich habe ein straffes Programm heute. Ich sitze hier und schneide das Video für morgen, was ich vorhin gedreht habe, beziehungsweise wo ich eben den Rest für gedreht habe. Und mein Zimmer ist ordentlich, ist ganz schön warm hier drin. Und ich habe zu wenig getrunken heute und ich habe zu wenig gegessen heute, weil ich einfach nur so am Machen bin. Tja, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich muss erstmal so wieder meinen Rhythmus finden irgendwie. Ich werde mir jetzt dann bald was zu essen machen. Ich glaube, ich mache mir einen Quinoa-Salat.
Da habe ich auf jeden Fall richtig Lust drauf. Ich bin wieder bei Marie. Und Marie kocht uns gerade, oder hast du schon gezeigt? Nee, ich habe noch keine Zeit. Was gibt's Leckeres? Ich habe es noch gar nicht. Quinoa-Salat mit Rucola-Salat und gebratener Paprika und Tomaten. Lecker. Hammer. Das Essen ist fertig. So lecker sieht's aus. Wir liegen jetzt nämlich im Bett. Ich habe gerade geduscht, mich abgeschminkt und so. Und meines schmeckt. Essen die Kekse. Wehe, du isst meinen. Und trinken Tee. Und ich glaube, bald schlafen wir auch, oder? Ich glaube auch. Es ist nämlich schon kurz vor 11. Deswegen sagen wir jetzt mal Tschüss für heute. Genau. Und wünschen euch einen. Ah, nein. Das ist, aber doch, wir wünschen trotzdem einen schönen Tag mit der Gabe. Das haben wir schon nicht mehr gemacht zusammen. Ja, stimmt. Deshalb wünschen wir jetzt zusammen einen schönen Tag mit der Gabe. Nacht. Und aber gleich geht's weiter. Genau. Falls ihr denkt, ihr habt keine Zeit für ein Workout, ich verlinke euch dieses 10 Minuten HIIT-Workout in den Infos. So, jetzt mal richtig guten Morgen. Wie ihr seht, habe ich Sport gemacht. Alex war ja vorhin auch da, der ist aber schon längst in die Uni hoch. Ich muss jetzt auch in die Uni, weil wir da so eine Veranstaltung haben und ich da ein bisschen interviewen soll. Bin ich mal sehr gespannt. Wird eine sehr spontane Aktion. Ich hoffe auch, dass sich das Bahnchaos gelegt hat. Irgendwie war vorhin Feueralarm an der Haltestelle Uni und keine Bahnen sind gefahren und scheinbar ist jetzt alles voll verspätet und bla, also ja, so ist das hier. Und die Busse sind auch völlig überfordert und die Straßen sind verstopft. Außerdem ist hier Feinstaubalarm in Stuttgart. Sprich, man soll eigentlich das Auto stehen lassen. Tolle Stadt, in der ich da wohne. Ja, egal. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht allzu schlimm ist. Ich werde jetzt außerdem noch bei einer Wohnung anrufen, die gestern Abend online gekommen ist und für die wir uns ziemlich interessieren. Also hoffe ich mal, dass der gute Mann abnimmt. Ja, wir haben da schon hingeschrieben, aber ich denke, es ist immer noch mal ein bisschen besser, noch mal anzurufen. Gestern Abend war es aber dann schon zu spät und deswegen mache ich das jetzt. Ready to go! Ah, bevor ich es vergesse zu erzählen, der Vermieter von der Wohnung hat nicht abgenommen, also muss ich das einfach nachher noch mal probieren oder so. Aber jetzt in der U-Bahn will ich den nicht unbedingt anrufen. Das ist vielleicht ein bisschen blöd. Ich bin gerade auf dem Heimweg von der Uni. Ich laufe jetzt nach Hause und war gerade noch bei Marie. Die muss ja dieses Interviewzeug machen. Habt ihr da gesehen? Das ist so verrückt. Ich laufe hier gerade in der Brauerei vorbei am Dinkelacker. Und es riecht einfach so krass nach diesem Malz. Also ich weiß immer nie, ob das stinkt oder ob das irgendwie lecker riecht. Ich bin wieder zurück vom Trainieren und gerade habe ich einen Typ von der Wohnung angerufen, die wir gestern angeschrieben haben. Da habe ich gedacht, ich rufe nochmal an. Und jetzt hat der Typ gesagt, es haben gestern einfach ihm 800 E-Mails geschrieben. Also er hat die Wohnung um 6 Uhr oder um 5 Uhr abends reingestellt. Und bis dahin, bis heute Morgen, kamen 800 E-Mails.
Und dann hatte die heute Morgen rausnehmen müssen, weil es halt so völlig abgegangen ist und sein Handy nur noch geklingelt hat. Und ja, jetzt mal gucken. Vielleicht dürfen wir trotzdem noch zum Vorstellungsgespräch kommen. Vorstellungsgespräch, sagt man sowas? Mittlerweile ist wieder Abend und ich bin bei Alex. Ich war jetzt heute den ganzen Tag an der Uni, beziehungsweise so bis um 4, kurz nach 4 ungefähr. Und dann habe ich mich mit meinen Mädels aus der Uni getroffen und wir waren ein bisschen in der Stadt und waren so rumbummeln und was essen und noch ein Eis essen und einfach mal wieder so ein bisschen Zeit haben. Wir haben uns eigentlich noch nicht gesehen. Die eine habe ich zum ersten Mal gesehen, seit ich aus Neuseeland wieder da bin. Und ja, es war richtig cool, mal da wieder so ein bisschen Zeit zu haben. Alex hat die ganze Zeit gerade seine Brille gesucht. Und blind die Brille suchen ist das Schlimmste. Voll gemein, dass ich dir nicht geholfen habe eigentlich. Aber ich dachte, ich fange schon mal an zu fahren. So, und wir gehen jetzt schlafen, denke ich doch mal, oder? Ja. Morgen hat Alex nämlich wieder früh. Uni. Ich glaube doch nicht so früh. Oder doch nicht zu so früh, aber auf jeden Fall Uni. Und ich muss auch ein paar Sachen erledigen. Oh nein. Das Bett ist wieder runtergekracht, was ich vorhin repariert habe. Scheiße. Und jetzt quietscht es, wenn man nur atmet, eigentlich schon fast. Aber jetzt sind wir beide hier, deswegen quietscht es nicht. Naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall schlafen und dann bis morgen. Wie ihr seht, bin ich wieder in meiner WG und habe schön rote Bäckchen, weil ich habe gerade Sport gemacht. Ich mache gerade wieder dieses 8-Wochen-Programm und die Workouts sind jeweils nur 30 Minuten lang oder ein bisschen kürzer, was ganz cool ist, weil ich keine Lust habe, so eine Stunde lang von meinem Laptop da rum zu hüpfen. Und die sind sehr effektiv, also weil die eben nur so kurz sind, sind sie eben dann in dieser kurzen Zeit sehr, sehr anstrengend, damit sie auch wirklich was bringen. Jetzt bin ich gerade ziemlich platt und werde jetzt erstmal duschen gehen. Mir vielleicht was Kleines zu essen machen. Ich habe ja vorhin schon gefrühstückt eigentlich. Und dann muss ich mich an meinen Computer setzen und ja, Internetzeugs machen. Ich bin gerade zum Schwimmbad gefahren mit dem Fahrrad und jetzt noch eine Runde schwimmen. Das war ich schon ewig nicht mehr. Und ja, mal gucken, wie es wird und wie voll das Wasser, das Schwimmbad ist. Meistens ist es ja mega voll. Aber ich hoffe, es wird gut. Völlig vergessen zu vloggen. Also eigentlich jetzt wollten wir früher schon vloggen, aber wir mussten jetzt zur Bahn und hatten die Speicherkarte vergessen, mussten nochmal zurück und dann mussten wir rennen. Und deswegen fangen wir jetzt erst an. Wir sind jetzt hier in Stuttgart im Goldmarkt, weil nämlich die Elli, also ihr kennt sie ja vielleicht über meinen Hauptkanal, weil ich da mal dieses YouTuber-Vorstellen-Video gemacht habe. Alicia Marie, eine sehr, sehr gute YouTuberin. Macht verrückte Make-ups. Ich habe sie mir heute angeschaut. Ja, genau. Sie hat hier unter anderem mit Chris Brenner und Tommy Riley, jetzt blamier ich mich, wie heißt er denn? Tut mir leid. Mit Tommy Riley. Auf jeden Fall ein Konzert. Und hier stehen wir jetzt. Und da ist die Luisa. Hi. Sie macht auch YouTube-Videos. Ich verlinke ihren Kanal gerne mal in den Infos. Und jetzt warten wir auf jeden Fall, dass es losgeht. Wir sind sehr gespannt. Und da sind sie. Also ich glaube, jetzt geht's dann los. Something happened to you. Gerade hier nämlich hinten noch bei Ellie und sie ist jetzt gleich dran und sie möchte es nicht wahrhaben. Und sie hat so schöne Haare. Mir geht gerade die eine Strähne ab. Macht nichts. Und der Fokus kommt auch nicht klar. Aber ich finde dein Verlauf so schön. Thanks for that. Great screen changer, man.
Lecker, lecker, lecker. Bei uns gibt es jetzt noch was zu essen, weil wir so viel Hunger hatten. Und es gibt. Es ist halb zwölf und es gibt Pommes. Pommes. Bei mir Pommes mit Mayo und bei Marie Pommes mit Ketchup. Guten Morgen. Hallo. Es ist jetzt 7:45 oder so. 20 nach, ja. Oh, ich muss mich beeilen. Und was hast du heute vor? Mal schauen. Ich bin noch nicht ganz auf der Höhe. Okay. Ich muss jetzt erstmal gleich überlegen, was ich mache. Das Konzert gestern war auf jeden Fall richtig cool. Wir haben dann nicht mehr gefilmt nach den Pommes. Aber sie waren lecker und wir sind dann heimgelaufen. Und vielen Dank nochmal an Ellie für die Einladung zum Konzert. Das war echt richtig cool. Ich verlinke mal ihren Kanal in den Infos für alle, die sie tatsächlich nicht kennen, was ich nicht glaube. Aber trotzdem. Ich frage mich ja, wie das eigentlich sein kann, dass man zum Beispiel jetzt auf ein Paket wartet, wie ich gerade eben, und man weiß, das wird irgendwann vor 12 Uhr zugestellt. Und dann macht man so extra nichts. Also ihr seht, ich habe ein Sportoutfit an, aber ich habe noch keinen Sport gemacht, weil ich dachte, okay, dann muss ich duschen gehen. Und dann klingelt es wahrscheinlich an der Tür. Ich bin alleine zu Hause und ich habe so alles so vorsichtig gemacht, also dass ich jetzt nicht irgendwo gerade nicht erreichbar bin. Dann dachte ich, okay, ganz kurz kannst du aufs Klo gehen. Und dann bin ich wirklich nur ein paar Sekunden in dem Klo und genau dann klingelt es an der Tür. Ich meine, wie kann das eigentlich sein? Und ich schwöre euch, das ist in 99% der Fällen bei mir so. Also wenn ich eigentlich ein Paket beschleunigen möchte, dann sollte ich aufs Klo gehen oder duschen gehen. Ich bin gerade auf dem Heimweg vom Patentamt. Wir waren da, heute war ich da mit einem Kumpel und wir haben endlich mal Bretter angemeldet, also als Marke angemeldet. Und jetzt laufe ich eigentlich noch zu Marie, weil ich dir ihren Studentenausweis brauche. Weil wir noch hochgehen zur Uni und dann soll ich den validieren, weil Maria fast nie in die Uni hochkommt. Richtig schön, dass einfach wieder alles anfängt grün zu werden und zu blühen. Sommer kommt. Ich habe jetzt gerade ganz spontan beschlossen, dass ich ins Fitnessstudio gehe. Mein Fitnessblender-Workout heute wäre nämlich mit Gewichten. Ich finde meine Flasche nicht, ich habe keine anderen Flaschen hier und ein Armprogramm ohne Gewichte ist irgendwie dumm. Und deswegen gehe ich ins Fitnessstudio und mache da irgendwie einen Kurs oder so. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich mich seit dem Fitnessstudio nochmal bei euch gemeldet habe. Das war auf jeden Fall richtig gut mal wieder so. Also es ist nochmal eine andere Motivation, wenn man wirklich irgendwo hingehen muss, als wenn man so hier selber sich aufraffen muss. Manchmal, finde ich, hilft das schon auch. Ja, ich habe mich dann auf jeden Fall direkt danach an den Schreibtisch gesetzt und irgendwie Zeug gemacht. Und jetzt bin ich dabei, den Vlog zu schneiden. Alex war kurz da und hat mir seine Clips gegeben. Das ist nämlich immer echt viel Material, was man erstmal so ein bisschen sortieren muss und so. Ja, ich bin jetzt beim Mittwoch, glaube ich. Das ist auch nochmal ein langer Tag. Den schneide ich vielleicht noch und dann, heute ist ja erst Donnerstag, dann bin ich bei diesem Tag hier angekommen. Mal gucken, dann mache ich noch andere Sachen weiter. Ich habe noch viel Computerkram. Ich muss auch noch kurz zum DM. Meine To-Do-Liste ist noch lang und es ist John Weir. Nie. Hier sind wir zurück von der Uni. Wir haben jetzt so ein bisschen Verpackung für unsere Bretter designt und haben die mal rausgeplottet, wie ihr gesehen habt. Und jetzt gehe ich noch mit einem Kumpel pumpen und dann mal sehen. Ich glaube, ich hole danach direkt Marie ab und dann schauen wir vielleicht endlich mal mehr Prison Break oder sowas. Guess what? Wir sind im Bett. Es ist Zeit für Prison Break. Ach stimmt. Haben wir schon lange nicht mehr geschaut. Nämlich seit Neuseeland nicht mehr. Doch, einmal haben wir es versucht und da hat es nicht getan. Aber da war es so schlecht, da war das Internet so schlecht, dass es immer wieder abgebrochen hat. Was sind wir denn überhaupt jetzt? Staffel 4? Keine Ahnung. Episode 6?
Nee, wie weiter? 12 echt? Oder sowas? Was? Nein. Oh was? Gott. Naja, wir versuchen das jetzt mal rauszufinden und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann! Bis dann! Guten Morgen, Freunde. Same, same every day. Ich sitze an meinem Computer und mache Computerkram, schneide nebenbei noch den Vlog. Beziehungsweise ich habe den eigentlich schon ziemlich weit geschnitten, aber jetzt muss noch so ein bisschen Musik eingefügt werden und hier und da was gekürzt werden. Ja, und mehr mache ich heute eigentlich auch gar nicht. Also ich werde viel am Computer verbringen. Viel Zeit am Computer verbringen. Ich möchte anfangen, das Video für nächsten Dienstag zu schneiden. Dann muss ich nachher kurz zum DM. Dann muss ich hier E-Mails weitermachen, vielleicht eigentlich auch noch was drehen. Viel, auf jeden Fall. Alex ist in der Uni. Ich habe mir hier gerade ein Brot gemacht, beziehungsweise zwei Brote. Und ich trinke heißes Wasser, weil ich die Nase voll habe von Tee, aber ich möchte warme Sachen trinken und deswegen trinke ich immer heißes Wasser. Ich habe mich eine ganze Weile nicht gemeldet bei euch. Meine Ohren sind hochrot, wie ihr vielleicht seht. Ich habe jetzt eine Stunde lang telefoniert und ja, dann war ich außerdem beim DM. Und hab Zeug gebraucht, Tempos zum Beispiel und Batterien und keine Ahnung was noch, nichts Wichtiges eigentlich auf jeden Fall. Und ich habe meine Nägel gemacht. Irgendwie weiß ich nicht, wie mir das jetzt gefällt, dass ich auf den Ringfinger eine andere Farbe gemacht habe, aber ich hatte so das Bedürfnis, weil es so schön geglitzert hat. Ups. Die Farben sind beide von Catrice. Dieses Petrolblau ist die Farbe Can You See Me? Ja, 85. Und das andere ist einer von den Crushed Crystal Lacken. Und die Farbe nennt sich 02 Plum Dog Millionaire. Badum. Außerdem habe ich meinen Nagel repariert. Wie? Das könnt ihr dann in einem zukünftigen Video von mir sehen. Der war nämlich ganz, ganz tief unten eingerissen. Und ich dachte mir so, shit. Ja, auf jeden Fall mache ich da ein cooles Video. Ich plane nämlich so ein Video mit Hacks, aber eigentlich nicht wirklich Hacks, sondern auch wieder so Dingen einfach, die man aber sonst vielleicht noch nicht unbedingt gesehen hat in jedem zweiten Video. Deswegen dauert es noch ein bisschen, bis das Video online kommt, weil ich das Rad erstmal neu erfinden muss. Aber ja, genau. Jetzt gehe ich auf jeden Fall schnell einkaufen. Ich glaube, ich kaufe Maultaschen, weil das hatten wir noch nicht, seit wir wieder hier sind. Und auf jeden Fall gehe ich jetzt zum Alex. Wir sitzen jetzt auf der Couch, wir haben gerade gegessen und Alex macht noch Computer-Video-Zeugs und ich werde jetzt den Vlog fertig schneiden. Deswegen müssen wir den jetzt beenden, damit ich den auch beenden kann. Wir haben uns übrigens auch überlegt, ob wir vielleicht in Zukunft den Vlog, also vielleicht noch nicht nächstes Mal, aber irgendwann bald, in zwei Vlogs aufteilen sollen, dass es so irgendwann einen Mitte der Woche geben wird und dann einen am Wochenende. Dann sind die nicht immer so ewig lang. Also ihr könnt ja mal euer Feedback dazu in den Kommentaren da lassen, wie ihr das fändet. Aber da können wir dann noch nicht genau sagen, an welchem Tag das online kommen würde. Einfach, falls wir jetzt zum Beispiel in der ersten Hälfte vom Vlog nur so 10 oder 5 Minuten gefilmt haben oder so, und dann wäre es vielleicht ein bisschen wenig. Ja. Ja, genau. Okay, ihr könnt uns ja mal sagen, was ihr davon haltet. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.